Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag in der Reihe Wissen um 11 über die frühe Geschichte der Astronomie in Bremen und Lilienthal. In diesem Zusammenhang werde ich am Rande auch ein bisschen einige Aspekte über die moderne Astronomie und die Weltraumfahrt in der Weltraumstadt Bremen dazu hinzufügen. Dieser Vortrag findet im Haus der Wissenschaft in der Sandstraße 4 bis 5 statt, leider ohne Publikum im Olbers-Saal dieses Hauses. Wegen der strengen Corona-Maßnahmen muss ich leider darauf verzichten, auf den Kontakt mit dem Publikum und auch auf die anschließenden Gespräche. Wilhelm Olbers, der Arzt und Astronom, ist in Bremen ein berühmter Mann und er hat auch ein Denkmal bekommen, das seit 1850 in den Bremer Wallanlagen steht. Hier sieht man eine Lithografie aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man sich das Denkmal anguckt, dann sieht man, dass Olbers in der rechten Hand ein Teleskop hat und man sieht vier Reliefs auf den Sockeln dieses Teleskops, die Olbers würdigen sollen, zum Beispiel als Arzt, aber auch als Astronom. Es stellt sich natürlich die Frage, ja, hier sieht man noch einmal Gesche Gottfried, sie ist berühmt als Serienmörderin in Bremen. Zwischen 1813 und 1827 hat sie 15 nahestehende Menschen vergiftet und einer dieser Menschen davon ist von Wilhelm Olbers untersucht worden. Das war Opfer Nummer 6 und er hat leider die Todesursache nicht erkannt. Man sagte, Olbers war schuld, er hat sich mehr um Astronomie gekümmert als um seinen Beruf als Arzt. Das ist natürlich nicht so wahr. Wilhelm Olbers wird in Bremen gewürdigt. Nach ihm ist eine Schule benannt, die Wilhelm-Olbers-Schule. Das Olbers-Planetarium, ein Kleinplanetarium, das sehr häufig besucht wird von Schulen und Publikum. Und die Olbers-Gesellschaft, das alles gehört zu Wilhelm Olbers dazu. Aber auch in Abergen am Rande von Bremen gibt es eine Olbersstraße, die aus mehreren Teilen besteht. Sie ist nach Wilhelm Olbers benannt, vielleicht auch nach seinem Vater Johann Georg Olbers, der Pastor in der St. Johanneskirche in Abergen war. Auf dem Mond ist ein Krater neben dem Einsteins nach Olbers benannt. Also Olbers ist ein berühmter Mann. Ja, wenn man sich das Denkmal anguckt, dann fragt man sich, warum blickt eigentlich dieser Wilhelm Olbers auf eine Häuserfront? Nun, hinter dieser Häuserfront hätte man früher seinen Wohnort antreffen können. Man guckt in die Sandstraße, links ist das Haus Sandstraße 16, früher 15, wo Olbers gewohnt hat. Und ganz hinten rechts ist übrigens das Haus der Wissenschaft. Und hier sieht man, dass auf diesem Haus heute noch eine Erinnerung an Wilhelm Olbers steht. So sah dieses Haus früher aus, 1899. Und wenn man ins dritte Stockwerk guckt, dann sieht man sogar noch die Teleskope, die Olbers damals benutzt hat. Wenn man sich dieses Bild anguckt, dann fragt man sich, was hat das Ganze eigentlich mit der Astronomie in Bremen und mit Wilhelm Olbers zu tun. Da ist das Gebäude der Sparkasse, da ist Wladimir Lenin, da ist Napoleon Bonaparte und der 10-Mark-Schein. Jeder kennt das. Was hat das damit zu tun? Nun, im Internet, wenn man auf die Wikipedia-Seite der Sparkasse guckt, dann sieht man, dass 1852 der erste Sparer, das erste Sparkonto sozusagen von Wilhelm Olbers eingerichtet wurde. Ja, Lenin. Nun, Lenin hatte natürlich auch einen Vater und in dieser sowjetischen Astronomiezeitschrift steht drauf, dass sich der Vater von Lenin für die Astronomie interessiert hat, dass er seine Dissertation zum Thema Olbers Methode und ihre Anwendung auf die Bestimmung der Umlaufbahn des Kometen Klinkerfüß 1853 gemacht hat. Und er ist gewürdigt worden mit dieser Arbeit über Wilhelm Olbers. Nun, Napoleon. Das war während der Zeit der Napoleonischen Kriege. Da war Bremen sozusagen, gehörte Bremen irgendwie zur französischen Herrschaft. Olbers war Mitglied der gesetzgebenden Versammlung in Paris. Deshalb war er auch dreimal in Paris und machte sogar persönliche Bekanntschaft mit Napoleon Bonaparte. Die Lilienthaler werden damit nicht ganz so zufrieden sein. Napoleon war dafür verantwortlich, dass seine Truppen auf dem Rückzug von der Niederlage in Russland schnell mal den Ort Lilienthal fast vollständig zerstört haben. Allerdings ist die Sternwarte weitgehend erhalten geblieben. Lilienthal liegt 12,7 Autokilometer von Bremen entfernt, von hier vom Haus der Wissenschaft.
Man könnte also in drei bis vier Stunden gut nach Lilienthal zu Fuß kommen. Ob Olbers das gemacht hat, ich habe es nirgends gefunden, aber er wird mit einer Kutsche gefahren sein, wenn er nach Lilienthal gefahren ist. Der Sternwartenleiter in Lilienthal war Johann Hieronymus Schröter. Er war eigentlich Beamter, Oberamtmann in Lilienthal, aber er hatte Interesse an der Astronomie. Er hat Spiegelteleskope gebaut und war der Leiter einer der größten Sternwarten Europas, der Welt eigentlich in seiner Zeit. Hier ist eine Rekonstruktion der Gebäude und der unterschiedlichen Teleskope auf diesem Gelände. Vor 5 Jahren ist ein Nachbau des größten Teleskops in Lilienthal fertiggestellt worden. Auf dem 10-Mark-Schein sieht man eine Messapparatur, mit der das Land vermessen wurde, rechts abgebildet, welche Orte da vermessen worden sind. Es ging im Wesentlichen dem Gauss darum, Karl Friedrich Gauss darum, zu prüfen, ob die Erde eine Kugel ist oder vielleicht ein Ellipsoid. Damals arbeitete er schon in der Sternwarte in Göttingen und er kam nach Bremen, um die Landschaft zu vermessen, und vom St. Ansgari-Kirchturm machte er das aus. Da ist heute noch so ein gaußscher Punkt eingezeichnet und hier sieht man rechts, wo die Kirche stand. Also Matthias Olbers und Matthias Olbers und Karl Friedrich Gauss kannten sich sehr gut, waren Freunde. Olbers hat in Familienangelegenheiten den Herrn Gauss immer beraten. Darüber hinaus gibt es auch noch ein weiteres Denkmal für den Herrn Bessel. Das kennt jeder, das Bessel-Ei. Eigentlich hätte das ein Ellipsoid sein und kein Ei, was da auf diesem Farbspektrum steht. Es sollte bedeuten, Bessel hat herausgefunden, dass unsere Erde gar nicht kugelrund ist, sondern eher ein Ellipsoid. Diese drei sind in Bremen ganz bekannt eigentlich. Es gibt eine Straße nach Bessel, es gibt die Olbersstraße und die kannten sich untereinander sehr, sehr gut. Man hätte auf diesem Bild, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, auch das Schiff Humboldt, Alexander von Humboldt, auch drauf tun können. Das kennen Sie von der Becks-Bier-Werbung. Ja, auch Alexander von Humboldt war sehr wohl bekannt mit Wilhelm Olbers. Sie waren irgendwie befreundet und ich habe vor wenigen Wochen von Ingo Schwarz einen Brief zugeschickt bekommen und übersetzt bekommen von Humboldt an Wilhelm Olbers. Da steht auf dem Briefumschlag Herrn Ritter Olbers. Dann steht da zum Beispiel, dass er eine innigste Verehrung und Bewunderung für Olbers hat. Schwer zu entziffern, dieser Brief. Man braucht den Übersetzer und der Ingo Schwarz ist dafür ein Fachmann. Wie viel würde ich Sie mit Fragen bestürmen? Also der Humboldt wollte Olbers mit Fragen überstürmen und er hat auch schon über die gasförmige Photosphäre der Sonne gesprochen, wo es nachher auch ein bisschen in diesem Vortrag geht. Welche Belehrung würde uns Ihr Scharfblick, Ihr heiterer Geist gewähren? Olbers war heiter auch. Er war beliebt in Bremen auch als Arzt. Erfreuen Sie sich doch bitte mit einigen Zeilen. Sie haben sich gewünscht, dass Olbers sich bei Humboldt wieder meldet. Und die drei kannten sich auch. Olbers vermittelte sozusagen Gauss und mit Humboldt. Humboldt hatte viele Daten und Gauss brauchte sie für seine Berechnungen. Auf dieser Abbildung sind so viele Daten verzeichnet, ich will sie gar nicht aufführen. Sie betreffen Olbers, Gauss und Alexander von Humboldt, aber sie betreffen witzigerweise auch Wilhelm von Humboldt, den Bruder von Alexander von Humboldt. Gauss und Olbers waren dafür, dass der Bessel, der war eigentlich ein Lehrling in einem Fuhrunternehmen Kuhlenkamp in Bremen, dass er nach Lilienthal gehen sollte, an die Sternwarte und dort arbeiten sollte aufgrund seiner Qualifikationen. Aber irgendwann ist er dann nach Königsberg gekommen und zwar durch die Vermittlung von Wilhelm von Humboldt. Er wollte den Bessel in Königsberg haben. Auf dieser Grafik sehen Sie noch mehr Leute drauf, zum Beispiel Friedrich Wilhelm Bessel, Schröter natürlich und auch den Karl Ludwig Harding. Der war nämlich sozusagen der Beamte, der vorher bei Schröter gearbeitet hatte, bevor anschließend Bessel nach Lilienthal gekommen ist, für insgesamt allerdings nur 4 Jahre. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, zum einen über die Astronomische Gesellschaft, die um 1800 in Lilienthal gegründet wurde, über die Himmelspolizei, die nach Asteroiden suchte,
über Olbers, Bessel und Gauss, die die Kometenbahnen berechnet haben. Mein Thema sind immer magnetische Felder, deshalb auch ein bisschen was Magnetisches. Es geht auch um Sonnenflecken. Und dann Wilhelm Olbers und sein Olbers-Paradoxon, was heute in der Kosmologie eine wichtige Rolle spielt. Aktuell will ich ein bisschen was über die Bremer Astronomie und die Raumfahrt, über den Initiativkreis Astronomie und Raumfahrt in Bremen berichten. Zur Geschichte der gegründeten Astronomischen Gesellschaft. Das war im Jahre 1800 und da war auch königlicher Besuch da, um diese gewaltige Sternwarte zu besichtigen. Ja, die Aufgabe dieser Astronomen war es damals, dieser internationalen Gesellschaft, auch aus England waren da Mitglieder dabei, Sternkarten zu erstellen, weitere Planeten zu finden, neue Kometen zu suchen und die Fixsternparallaxe zu ermitteln. Das heißt, den Winkel, den ein Stern, unter dem ein Stern von verschiedenen Punkten auf der Erdumlaufbahn gesehen werden konnte, das half damals, um Entfernungen zu bestimmen. Es ging auch um veränderliche Sterne und all diese Ergebnisse sollten damals in Lilienthal auch veröffentlicht werden. Hier sieht man, dass 24 Mitglieder ursprünglich dabei waren bei dieser Himmelspolizei. Ich habe sie falsch geschrieben, es tut mir leid, mit Y eigentlich wurde das damals geschrieben. Zum Beispiel, dann war natürlich auch Carl Friedrich Gauss dabei, Wilhelm Bessel war dabei, Schröter war dabei, August von Lindenau und Schumacher waren wichtige Leute. Der Schumacher hat zum Beispiel dann die astronomischen Nachrichten auch veröffentlicht, die regelmäßig kamen. Hier sieht man noch einmal die Lilienthaler Sternwarte mit den unterschiedlichen Teleskopen, die es dort gab. Und man hat den Tag und den Nachthimmel beobachtet. Ja, Schröter hat sich sehr bemüht um den Mond, er hat Zeichnungen vom Mond gemacht, er hat auch einen Mondatlas erstellt. Neben diesen Mondbeobachtungen hat er intensiv über mehrere Jahre auch die Sonnenflecken beobachtet. Er hat außerdem Venuslandschaften sich angeguckt, er hat die Phasen der Venus sich angeguckt, er hat den Merkur beobachtet, den Saturn mit seinen Ringsystemen und seinen Monden angeguckt. Im Zusammenhang auch mit Bessel haben sie in Lilienthal geguckt, wie sehen denn die Schweife der Kometen eigentlich aus? Und sie haben nach Asteroiden gesucht, worauf ich gleich eingehen werde. Sie haben nicht nur den Andromeda-Nebel, unsere Nachbargalaxie, beobachtet, sondern auch den Orion-Nebel, den berühmten Orion-Nebel. Man sieht hier eine Abbildung des Orion-Nebels. Die eigentliche Gesellschaft wurde 1863, also 63 Jahre später, gegründet. Mitglied in dieser Gesellschaft waren unter anderem Niels Bohr und Albert Einstein. Vor einigen Jahren wurde die Astronomische Gesellschaft in Tübingen 150 Jahre alt und im nächsten Jahr wird die Astronomische Gesellschaft nach Bremen kommen und wir hoffen sehr, dass das Thema dieser Tagung Astronomy and Space Exploration, Astronomie und Weltraumerforschung sein wird, weil das bezieht sich auf Bremen. Die Himmelspolizei hat die Asteroiden gesucht. Hier sieht man Mitglieder dieser Himmelspolizei, allerdings in Rot gezeichnet, Harding, Olbers und Piazzi, die spielten da die zentrale Rolle. Es war die Zeit 1543, dass Kopernikus das Hauptwerk über das heliozentrische Weltbild erstellt hatte. Die Sonne ist im Zentrum, Merkur, Venus, Mars, die Erde natürlich, Jupiter und Saturn lagen in einer Reihe und umrundeten die Sonne im Zentrum. Danach war es dann William Herschel, der den Uranus als weiteren Planeten entdeckt hatte. Das alles in einer Zeit, in dem die Herren Titius und Bode eine Formel erstellten, die in etwa angab die Entfernung der einzelnen Planeten von der Sonne in astronomischen Einheiten, also in der Entfernung der Sonne von der Erde. Diese Formel ist interessant. Man sieht in dieser Formel sieht man ein N. Wenn man da diese Zahlen beziehungsweise minus unendlich einsetzt, dann kann man in etwa die Entfernung berechnen. Zum Beispiel in der zweiten Spalte von links sieht man den Abstand nach diesem Gesetz, zum Beispiel von der Venus, 0,7 astronomische Einheiten. In Wirklichkeit sind es 0,72 astronomische Einheiten. Oder vom Uranus nach der Berechnung 19,6, in Wirklichkeit 19,22 astronomische Einheiten. Also alles sehr, sehr genau. Mit einem Problem. Bei 2,8 astronomischen Einheiten für n gleich 3 hatte man nichts gefunden. Und deshalb suchte man zwischen Mars und Jupiter nach einem weiteren Planeten.
Und diese 24 Leute haben in Zweiergruppen die ganzen Sternzeichen am Himmel nach diesen fehlenden Planeten abgesucht. Mit im Namen nannten sich die Himmelspolizei. Als erstes entdeckte Piazzi den Asteroiden, den größten Asteroiden Ceres. Und es war dann Gauss, der den Orbit berechnet hat. Das half dann anschließend Wilhelm Olbers, dass er diesen Ceres wiederentdeckt hat, 1802. Ja, und hier sieht man mal die Teleskope, die der Olbers benutzt hat. Links sind die Teleskope zusammengescharrt, nicht mehr in Ordnung. Das war im alten Gymnasium auf dem Boden irgendwo. Die gibt es dort nicht mehr. Es gibt noch das Fernrohr von Olbers im Focke-Museum. Dann entdeckte Olbers kurz danach den Asteroiden Pallas. Hier eine Aufnahme. Man hat das Gefühl, dass so ein sternähnliches Objekt, deshalb nannte man das Asteroid auch. Das war ein Problem, das war ja kein Planet, das waren so kleine Himmelskörper, merkte man bald, und es gab mehrere sogar. Und deshalb hat William Herschel gesagt, wir nennen das Ganze einfach einen Asteroiden, ein sternleuchtendes Objekt. Und danach entdeckte Harding den Asteroiden Nummer 3, Juno. In dieser Zeit hatte Olbers schon die Theorie, dass dort ein großer Planet zerstört sein müsste. Diese Theorie hat sich als falsch erwiesen, aber damals war die Idee, da muss ein Planet zerstört worden sein. Und dann entdeckte Olbers auch 1807 den Asteroiden Vesta. Und damit waren die ersten vier Asteroiden entdeckt. Kein Wunder, dass man auf den Reliefs von dem Denkmal Pallas und Vesta eingetragen hat, um Olbers besonders zu würdigen. Links sind die vier ersten Asteroiden abgebildet. Die Größen, die Durchmesser dieser Asteroiden sind angegeben. Ein bisschen diskriminierend für die männlichen Entdecker ist, dass diese Asteroiden alle nach Göttinnen benannt worden sind. Nach zum Beispiel der Weisheit, der Landwirtschaft, der Geburt, der Ehe und Fürsorge oder nach Haus und Herd. Vesta war übrigens eine Schwester von Ceres in der Mythologie. Heute findet man mehrere hundert Millionen Asteroiden, insbesondere zwischen Mars und Jupiter. Hier habe ich einmal aufgetragen, was man unter einem Asteroiden heute versteht. Die haben einen Durchmesser zwischen 1 Meter und 1000 Kilometer. Es könnten so sehr helle Meteore sein, Boliden. Es könnten Felsbrocken sein, sogenannte Asteroiden, wie gesagt. Es könnten auch Planetoiden sein, so nennt man sie manchmal eher. Es könnten Kometen sein, Zwergplaneten, wie zum Beispiel den Pluto, oder Planetesimale, die Brocken, die später die Planeten gebildet haben. Hier aufgetragen sieht man die Durchmesser dieser Asteroiden aufgetragen gegen die Anzahl der Asteroiden. Und man merkt zum Beispiel, es gibt nur einen Asteroiden, der 1000 Kilometer Durchmesser hat, aber es gibt schon 100.000 und Millionen schließlich, die viel kleiner sind. Aus dieser Tabelle kann man sehen, es gibt wirklich viele hundert Millionen davon. Ein interessanter Artikel in der Zeitschrift Nature, berühmten Zeitschrift, Brian May stand da drin. Brian May ist der Leadgitarrist von Queen. Er hat in den 80er Jahren seine Doktorarbeit begonnen auf der kanarischen Insel La Palma, und er hat dann 2007 endlich seine Doktorarbeit zu Ende gebracht, wahrscheinlich weil er mit der Musik nicht mehr so viel zu tun hatte in der Zeit. Ja, und er ist auch derjenige, der den Namen Asteroidentag sozusagen gekürt hat, der dafür ist, dass man jedes Jahr diesen Tag würdigt. An diesem Tag soll darüber nachgedacht werden, wie man uns vor dem Einsturz von Asteroiden in der Zukunft schützen kann. Eine Mission der NASA und der ESA, die, was die ESA betrifft, auch mit Bremen verbunden ist, geht zu einem Doppelasteroiden, Didymos heißt er, sein zweiter Partner heißt Didymoon, und mit einem Target will die NASA von einem Raumschiff Didymoon beschießen, sodass Didymoon ein bisschen vom Weg abkommt. Mit Hera will man anschließend messen, wie stark diese Ablenkung war. Vielleicht könnte man ja auch Asteroiden ablenken, wenn sie in Richtung Erde fliegen. Hera is going to show us things no one's ever seen before. This ESA mission will be humanity's first ever spacecraft to visit a double asteroid. Didymos. This asteroid is typical of the thousands that pose an impact risk to our planet. Imagine a mountain in the sky with another rock
about the size of the Great Pyramid swinging around it. That's Didymos. And just the seemingly tiny moon would be big enough to destroy a city if it were to collide with the Earth. But we're going to find out if it's possible to deflect it. Über die Kometenbahn, die Olbers, Bessel und Gauss berechnet haben. 1618 begann der Dreißigjährige Krieg. Alle glaubten, dass dieser Komet den Dreißigjährigen Krieg ausgelöst haben könnte. 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, gab es auch einen Kometen, aber natürlich weiß jeder, dass das nicht so ist. Darüber haben sich diese Leute eigentlich damals keine ganz großen Gedanken gemacht, Olbers, Gauss und Bessel. Hier sieht man eine Zeichnung, eine Olbers-Zeichnung des Kometen von 1577. Da sind hier sind drei Positionen des Orbits angegeben, an denen Olbers diesen Kometen beobachtet hat, und dann ist berechnet worden, wie die Kometenbahn wohl aussah. Das gleiche gilt für den nächsten Kometen. Das ist der Hallische Komet, der berühmte Hallische Komet, der immer wieder kommt auch. Und hier ist nochmal eine Abbildung dieses bekannten Kometen, der von Edward Halley entdeckt wurde. Über Olbers sind einige Bücher geschrieben worden, auch die Neue Reduktion. Da wird dann auch drin aufgeführt, wie Olbers die Planeten und die Kometenbahnen berechnet hat. Das ist ein Artikel von Bessel persönlich, und er beschreibt: In Beziehung auf mich war Olbers der leuchtende Stern, und ich brannte vor Begierde, ihm persönlich bekannt zu werden. Er schnitt Olbers auf seinem Weg durch die Bremer Innenstadt den Weg ab, sprach ihn an und sagte: Ich habe eine tolle neue Methode, Kometenbahnen zu berechnen. Wollen Sie sich die mal angucken? Und Olbers war sofort bereit. Eine Stunde später hatte Olbers bereits die Arbeit von Bessel. Mit dem größten Vergnügen habe ich Ihre vortreffliche Abhandlung über den Kometen von 1607 gelesen, sagte daraufhin Olbers. Ihren ungemein mathematischen und astronomischen Kenntnissen und Ihre Geschicklichkeit fand ich äußerst interessant. Und dann Ihr gütiges Anbieten, mir zuweilen bei astronomischen Rechnungen beizustehen, nehme ich mit dem größten Dank an und werde bei der ersten vorkommenden Gelegenheit davon Gebrauch machen. Unter Bezeugung der größten Hochachtung, gehorsamst, Wilhelm Olbers. Bessel an Gauss. Seit meinem letzten Briefe habe ich von meinem verehrten Olbers erfahren, dass sie mir die Berechnung des Kometen, dass sie die Berechnung des Kometen von 1769 überlassen wollen. Ich danke Ihnen für diesen neuen Beweis Ihrer Freundschaft und werde mich bestreben, diese Arbeit zu Ihrer Zufriedenheit zu beenden. Die hatten also alle Kontakt untereinander. Auch zum Beispiel Harding und Bessel haben sich Briefe geschrieben, um Kometenbahnberechnungen auszutauschen. Bessel war es, der ganz intensiv auch sich Gedanken gemacht hat, wie wohl der Kometenschweif entstanden sein könnte. Das stimmt nicht ganz mehr mit der heutigen Vorstellung überein, aber er machte sich damals intensive Gedanken. Man kann diese Kometenbahnen mit dem Newtonschen Gesetz berechnen. Es ist ein bisschen komplizierter. Hier ist so ein bisschen dargestellt, wie Gauss das damals gemacht hat. Eine ganze Menge Formeln, da müsste man länger drauf eingehen. Jedenfalls haben die drei damals diese Bahnen recht genau berechnen können. Olbers selbst hat 6 Kometen entdeckt. Einer ist nach ihm benannt. Und da war Bessel auch immer dran beteiligt. Hier ein Denkmal von Bessel. Das sind ganz neue Aufnahmen von dem Kometen Neowise von Miloslav Druckmüller aus Brno in der Tschechoslowakei aufgenommen. Über magnetische Felder und die Beobachtung dunkler Sonnenflecken. Als Olbers Arzt war, ging es um den animalischen Magnetismus. Könnte nicht das Auflegen von Magneten und das Spreizen der Hände zu einem Patienten, durch die elektromagnetische Strahlung ausgetauscht wird, nicht zur Gesundung des Patienten beitragen? Olbers selbst hat diese magnetischen Kuren selbst durchgeführt, und er hat aber sich Gedanken gemacht, wir müssen eine Aufklärung darüber finden. Er hat geforscht und geforscht, hat auch einen Vortrag mal darüber gehalten, und er hatte auch noch Unterstützung von Alexander von Humboldt, der auch in diesem Schreiben deutlich machte, es könnte Spinnerei sein, aber man müsste das eigentlich gründlich untersuchen. Es gibt heute noch einige Mediziner, die schwören darauf, auf behinderte Knie mal Magnete zu setzen.
Alexander von Humboldt ist in der Welt rumgereist, hat die Intensität der Magnetfelder überall gemessen, die Neigung der Magnetfeldlinien. Er hat die Polarlichter sich angeguckt. Er hat alles versucht, bildhaft und für die Öffentlichkeit anschaulich vorzustellen. Er hat Tabellen erstellt und er hat für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit geworben. Und die drei haben das gemeinsam gemacht. Zum Beispiel war Olbers bei Humboldt in Berlin zu Besuch. Und sie haben gemeinsam magnetische Stürme beobachtet und das Schwingen der Kompassnadeln im Abstand von 2 Tagen, der eine in Berlin, Olbers in Bremen, haben sie Polarlichter, die gleichen Polarlichter auch beobachtet. Während Olbers auch verstehen wollte, wie Kometen und Planetoiden eigentlich entstehen, wollte Humboldt eigentlich nur messen und wollte Gauss eigentlich nur noch rechnen. Und das sind so die Formeln von Gauss. Das sind die Kugelfunktionen, mit denen man anhand von einigen Messungen in den magnetischen Observatorien überall auf der Welt weltweit die Intensitätsverteilung der Magnetfelder auf unserem Planeten berechnen kann. Ja, in Lilienthal war es Schröter, der die Sonne beobachtete. Mit diesem Teleskop unter anderem, ein 7-Füßer, 7-mal, weiß nicht, etwas mehr, 30 Zentimeter, also 2 Meter irgendwas Brennweite, hat er das beobachtet. Aber er hat auch die Sonnenfackeln sich angeguckt, also die Aufhellung. Für ihn war das alles ziemlich unklar, was da passiert. Er fragte danach, er glaubte, dass die Sonne eine dunkle Kugel ist und dass die Atmosphäre einfach hell sei und dass die überall fast hell sei, aber wo plötzlich mal die Atmosphäre etwas zur Seite ging, konnte man auf die dunklen Sonnenflecken gucken. Heute weiß man das ganz anders. Es sind magnetische Flussröhren, durch die Sonnenoberfläche dringen. Und an den Stellen, wo sie rauskommen, verhindern sie, dass Wärme nachgeführt wird. Und deshalb ist es dort kühler und deshalb ist es dort auch dunkler. Neuere Aufnahmen von einer Rakete aufgenommen, von einem Sonnenfleck im ultravioletten Licht. Wie hoch aufgelöst kann man die magnetischen Feldstrukturen über so einem Sonnenfleck sehen? Das sind von letzter und dieser Woche Aufnahmen der Sonne. Man sieht, wie die Sonnenflecken über die Sonne wandern. Endlich gibt es mal wieder Sonnenflecken nach einem Aktivitätsminimum. Rechts sieht man die Magnetfelder, rot und gelb. Dort sind magnetische Nordpole, blau und grün. Magnetische Südpole. Die größten Teleskope der Welt oder mit die größten Teleskope der Welt stehen zum Beispiel, na, da ist was nicht gut gelaufen. Die stehen zum Beispiel auf Teneriffa. Das ist das Gregor-Teleskop mit 1,5 Meter Spiegeldurchmesser. Und seit Anfang dieses Jahres arbeitet auch das DKIST auf Hawaii, Daniel K. Inouye Solar Teleskop. Da kann man all das beobachten, was Schröter damals auch beobachtet hat. Die Entwicklung der Sonnenflecken. Man sieht im Zeitraffer, wie das aufgenommen ist. Rechts sieht man die Fackelgebiete, die Stellen, wo Magnetfelder sehr konzentriert in der brodelnden Sonnenoberfläche zu sehen sind. Wilhelm Olbers und das Paradoxon der Dunkelheit des Himmels. Am Bremer Unisee sieht man dieses Schilffeld. Wenn man sich ein Schilfrohr anguckt, das sieht hell aus. Wenn man alle Schilfrohre hintereinander sieht, hat man das Gefühl, es ist ganz hell. Ja, wäre das nicht auch mit den Sternen schön so? Olbers hat sich gefragt, warum ist es nachts eigentlich nicht taghell, wenn es überall Sterne gibt? Warum ist es abends dunkel? Das ist das berühmte Olbersche Paradoxon, das zum Beispiel in diesem Buch von dem verstorbenen Peter Richter ausführlich dargestellt worden ist. Wenn im ganzen Universum, im ganzen Raum unendlich viele Sonnen vorhanden sind, dann müsste der Himmel doch insgesamt so hell sein wie die Sonne. Und das ist die Frage, die sich heute auch die Kosmologie stellt. Hier sieht man nochmal einen Blick auf die Milchstraße. An einigen Stellen in der Milchstraße ist es sicher fast taghell. An anderen Stellen, wo viele Sterne sind, bleibt es trotzdem dunkel. Und die Aufklärung dieses Olberschen Paradoxons wird zum Beispiel in diesem wissenschaftlich anspruchsvollen Buch über The Light and Dark Universe beschrieben. Da steht auch drin, die faszinierende Geschichte des Olbers Paradoxon durchströmt das ganze Buch. In diesem Buch wird gefragt, was würde Olbers denn am Sternenhimmel sehen, wenn er im Röntgenlicht gucken könnte, wenn er in der Hintergrundstrahlung vom Urknall gucken könnte. Wäre es da auch hell? Wäre es da dunkel? Das müsste man klären. Die Lösung des Paradoxons ist so zu erklären, es gibt nicht unendlich viele Sterne, es gibt sehr verschiedene Sterne mit unterschiedlicher Masse, die verschieden hell leuchten, die auch nicht unendlich lang leben, manche 1 Million Jahre lang, manche Milliarden Jahre lang.
Es gibt nicht genügend Sterne, die den Himmel beleuchten können. Darüber hinaus weiß man nach der Urknalltheorie, dass sich unser Universum vermutlich ausgedehnt hat. Dass die Sterne, die am äußersten Rand unseres Universums stehen, dass das Licht von dort noch gar nicht hierher gekommen ist. Es reicht nicht aus, um den Nachthimmel wirklich hell zu machen. Wenn man zum Beispiel den Röntgenhimmel sich mit Erosite anguckt, im Röntgenlicht, dann sieht der Himmel schon viel heller aus. Also Olbers hätte vielleicht seine Freude gehabt, wenn er Röntgenaugen gehabt hätte. Oder mit der 3K-Hintergrundstrahlung wäre es ja noch viel besser gewesen. Ja, etwas Aktuelles zur Bremer Astronomie und Raumfahrt. Wir haben vor gut 2 Jahren einen Initiativkreis Astronomie und Raumfahrt gegründet hier in Bremen. Es ist faszinierend, wenn man nach Bremen fährt, sieht man den Hohen Fallturm. Wenn man am Flughafen ankommt, sieht man ein Modell der Internationalen Raumstation. Und unten sieht man, wenn man über Lilienthal fährt, diese nachgebaute Sternwarte. Da ist einiges zu sehen. Auch das Haus der Wissenschaft oben, dann das Olbers-Denkmal, Sie hatten es gesehen, das Bessel-Ei. Und ganz oben königlicher Besuch in der Lilienthaler Sternwarte. Darüber hinaus haben wir den Fallturm, in dem Experimente in der Schwerelosigkeit gemacht werden. OHB hat zum Beispiel Galileo-Satelliten gebaut hier in Bremen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt sich an der Erforschung des Mars. Und das Columbus-Raumlabor an der Internationalen Raumstation, das ist in Bremen gebaut worden. Auf dieser Homepage könnten Sie etwas über den Initiativkreis Astronomie und Raumfahrt erfahren. Wir haben Kontakt mit vielen Organisationen hier in Bremen. Wir möchten die Astronomie und die Raumfahrt in Bremen in der Öffentlichkeit für die Besucher verzahnen miteinander. Wir wollen den Neubau eines Bremer Planetariums unterstützen. Wir wollen die Zukunft des Betriebes des Teleskopiums in Lilienthal sichern. Wir unterstützen die Geburtstagsfeier der Olbers-Gesellschaft. Sie ist vor knapp einem Monat ist sie 100 Jahre alt geworden und die Tagung der Astronomischen Gesellschaft kommt im nächsten Jahr hierher. Hier ein Bild von dem Buch zur 100-Jahr-Feier der Olbers-Gesellschaft, was demnächst auf der Homepage des Hauses von der Wittheit zu sehen sein wird. Ein Blick auf das kleine Bremer Planetarium ist gemütlich da drin. Gehen Sie ruhig mal rein, wenn es wieder geht. Die Astronomische Vereinigung Lilienthal mit ihren Teleskopen ist verbunden mit dem Teleskopium in Lilienthal. Das ist ein Teleskop mit 8 Meter Brennweite und einem Spiegeldurchmesser von 50 Zentimeter, das dort auf Rädern herumgeführt wird, sodass man den ganzen Sternenhimmel sieht von Lilienthal aus. Es gab mal den Astrovog an Bremen, wo Schauspieler der Öffentlichkeit zeigten, was hier Tolles an Astronomie in Bremen passiert. Heute muss man ins Internet gehen, da kann man das ein bisschen verfolgen. Und im Geschichtenhaus in Bremen wird es auch demnächst ein bisschen um Olbers und Bessel gehen. Natürlich auch um Gesche Gottfried und die Verbindung zu Wilhelm Olbers. Im Augenblick gibt es im Universum Bremen eine Ausstellung, die läuft noch bis zum September nächsten Jahres, Up to Space. Und was wir hier in Bremen haben, in 3-4 Tagen wird eine Sonde landen, die Ryugu, und die wird Daten von einem Asteroiden bringen. Und natürlich sind wir gespannt auf das, was hier in Bremen bei OHB in Zusammenhang mit dem Doppelasteroiden passiert, wenn Hera die Auslenkung des Didymoon vermessen will. Darüber hinaus gibt es bei OHB noch den Plan eines neuen Forschungssatelliten, der ESA Plato wird er heißen. Er wird erdähnliche Planeten erforschen und dann kriegen wir vielleicht neue Erkenntnisse darüber, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Volker Perlik hat hier im Haus der Wissenschaft einen Vortrag gehalten über Astrophysik und Weltraumforschung in Bremen heute. Können Sie auf der Homepage alles sehen. Ja, und dann hoffen wir auf die Tagung der Astronomischen Gesellschaft, dass das eine Präsenzveranstaltung wird. Wenn Sie ein bisschen mehr darüber noch wissen wollen, können Sie auf meiner Homepage nachgucken. Auf dieser Homepage finden Sie auch einen Artikel über diesen Vortrag, einen kurzen Artikel. Ja, und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was Interessantes habe mitteilen können, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich bin traurig, dass Sie mich jetzt nicht was Kluges fragen können. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ein angenehmes Weihnachtsfest.